Wenn sie ein bisschen vor, Matt, ein bisschen vor. Zwei, stopp. Moin und herzlich willkommen zurück zum Grundsorgen-Vlog. Ja, ist quasi heute der zweite Teil. Es geht wieder um Pia, die hier hinter mir steht. Beziehungsweise wieder um Zucht. Und heute ist der Fototermin. Das hatte ich angekündigt in einem der letzten Videos. Und ja, Dennis, der hier auch wiederum hinter mir steht, hat Pia heute fertig gemacht. Beziehungsweise auch schon vorgestern sie geschoren. Und ja, Dennis, war sie anständig? Moin. Ja, also anfangs war es ein bisschen kritisch, weil sie dann doch ziemlich viel Temperament hat, aber im Laufe des ganzen Vorgangs und Waschen und Scheren ist es eigentlich ziemlich eingespielt geworden und jetzt ist sie auch ganz ruhig. Ja, Dennis, mit dem Temperament, ja, das kann ich so gar nicht verstehen. Also beim ihr Anlernen an Strick zu laufen war das total einfach. Ja, ja. Weiß ich nicht, ich war ja nicht dabei, aber also der erste Eindruck, wir waren doch so. Hey, da sitzt Power hinter. Das war auch nicht einfach, ja, nicht gerne steil gestört. Das wundert mich nicht. Genau, und so sieht sie jetzt aus. Ach, schönes Alter ist das ja, ne? Mit den Adern. Bist du auch mit drauf, Rainer? Hast du ein Video gemacht? Netter, vorne Frauke, dein Füßchen steht so ein bisschen nach außen weg. Das, ja, genau, genau, nicht so viel. Jetzt wieder Vorfuß. Hinten steht super. Mette, nimm, nee, Frauke, der muss auf jeden Fall noch wieder ein Stück vor. Ein halben Fuß. Kann nicht, da muss der andere. Ja, hä? Der stand doch eben. Der stand eben auf der Kante. Setz mal bis zum Rand. Echt? Okay, jetzt. Auch okay, geh mal weg. Wenn hier ein bisschen vor, Matt, ein bisschen vor. Zeig, stopp. Eigentlich sieht das schon gut aus hier. Ja. Und Pia ist schon wieder hinter mir hier im Stall. Ist auch ein bisschen Zeit vergangen zwischen den Sequenzen. Und ja, es gibt einen Sohn von Pia, der heißt Merlin, ein Bulle. Und der ist schon ungefähr ein Jahr alt mittlerweile. Und wird bald in den Besamungseinsatz beim Vorost gehen. Auch ein Grund, warum wir das Video heute gemacht haben, dass man mal sieht, was einen da so erwartet, wenn dann tatsächlich mal sowas passiert. Und ja, hat sie auf jeden Fall gut überstanden, die ganze Prozedur. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!